Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Das hat uns jetzt gerade auch nicht so viel gebracht hier. Also, wie gesagt, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge in der... Oh, hier falle ich lieber mal nicht rein. Na, wie komme ich denn hier wieder raus und Scheiß? Vorne war doch irgendwo... Da war ein Tor. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft... sowohl CTOS-Zugang freizuschalten, als auch, also diesen Funkturm da freizuschalten, als auch hier dieses ganze Bezirk freizuschalten. Brandon Docks. Oh, ja. Ah, jetzt haben wir hier noch mehrere. CTOS, ach so, ja, okay, dann war das ein ganz zusammenhängendes Netzwerk. Deswegen war das auch so heftig bewacht. Okay, dann... Weiß ich Bescheid. Was ich mir nochmal markieren sollte, ist Racy. Keine Ahnung, wofür das steht. Weiß er selber noch nicht. Oh, denkt er jetzt ernsthaft, wir sind hier oben auf der Brücke. Die machen wir mal wieder runter. Da haben wir so Spaß dran, die Sachen hier alle aufzumachen. So, so machen wir den Fokus an. Und so auch wieder aus. Wollt's nur einmal kurz ausprobieren. Ist eine ganz coole Sache. Da vorne ist irgendeiner angepisst. Warum auch immer, ist mir scheißegal. Der Tag könnte nicht mehr schlimmer werden. Dachte er. Aber ist er geworden. Sein Auto ist im Arsch. Armer Mitbewohner von Chicago. Beziehungsweise arme Mitbewohner. Mitbewohner, was sie hier alles schon erleben mussten. Ist ja kaum zu glauben. So, da haben wir die Brücke. Nein! Ah! War das die schlaue Idee? Ging noch. Was hast du denn für einen komischen Schrei? Bisschen, Helium genommen oder was? So, Mission starten. Da bin ich ja mal gespannt. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Finden Sie den Zugangscode für Racines Büro? Da muss ich mich nochmal korrigieren für ihn. Er heißt nicht Racy, sondern Racine. Auch gut. Aber erstmal Sniper Rifle. So, hier muss doch irgendwo einer schon mal ein bisschen. Da oben? Auch nicht. Dann ist auch gut. Die stehen bestimmt alle da in so einem Kabuff drin. Können wir hier irgendwie das Tor aufhacken? Steht einer. Schon mal den ersten gekillt. Boah, jetzt werden aber gerade mal ganz viele markiert. Nein! Ich wollte doch in die Kamera rein. Warum gehe ich da nochmal ins Tor rein? Was ist das denn? Warum fährt denn da der Gabelstapler hoch? So, wir sitzen hier hinter irgendwo. Da. Glaube ich. Ne, hier. Oder? Ist auch egal. Wir müssen jetzt den einen finden, der hier unser. Dieser Wichser, das sagt man aber nicht. Unseren Zugangscode hat. Aber was ist denn da los? Bitte geh hier über die Platte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Scheiße, jetzt habe ich es ausgelöst. Ich dachte, ich löse hier nochmal das Auto aus. Ah, da oben ist meine Kamera. Sehr schön. Den nächsten. Yes. Jetzt weiß ich auch, was das mit diesen Schaltkasten auf sich haben soll. Die wundern sich nämlich alle dann nur, was da passiert. Macht er denn jetzt wieder zu? Ich seh'n Scheiß. Ich schau mal da drüben nach. Vorsicht!
Göttlich. Hier ist nichts zu sehen. Weiter geht's. Ich check da drüben. Ah, das haben sie gar nicht gesehen. Oh. Das ist hier wieder. Ist das so ein. Hier ist nichts zu sehen. Weiter geht's. Das ist wieder so ein krasser Typ, oder? Achtung! Ja, das ist so ein krasser Typ. Ach du Scheiße. Hier ist gar nichts. Ich suche woanders. Feige Sau. Vergiss es, Mann. So, die haben wir jetzt hier alle schon mal hingelockt. Ah, da vorne können wir noch mal was springen. Gehen wir hier oben rein. Ah, da geht's auch noch mal weiter. Das wird ja was. Am besten hier alle mit der... mit dem... abgefangenes Audiolog. Oh, dann unterbricht er erst, aber das ist ja schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was der Arzt meint. Komm bitte, ja. Ja, beide auf einmal, sauber. Jetzt dürften sie aber definitiv Alarm. Sag mal. Was hab ich? Ich hab nichts geraucht, ich schwör's. Ich weiß nicht, was mit mir los ist heute. Da oben haben wir eine Kamera. Da oben haben wir auch nochmal eine Kamera. Hier ist nichts zu sehen. Weiter geht's. Okay, ich glaube, ich beende das Ganze mal mit Escape. Ich will schießen. Kriegen wir den da hinten? Nee, scheiße. Der eine Typ da, der macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, wir gehen hier mal ein bisschen außen rum. Gucken mal, ob wir da nicht von der anderen Seite nochmal rein können. Das würde mich dann doch jetzt mal interessieren. Scheiße, ein Haufen reiche Gören, die nichts zu tun haben? Kontrolle über die Stadt? Der Name ist auch blöd. Ach, Schwachsinn. Kann ich mir alles nicht vorstellen. Das ist ja auch mal eine geile Sache. Boah, hier dürften wir jetzt gleich eine gute Sniper-Pose haben, wenn das Ding bis aufs Dach fährt. Ja, und das tut es. Das tut es. Sie betreten Sperrgebiet. Das ist nicht weiter schlimm. So. Aufpassen! Den dürften wir auch sogar hier mitkriegen. Dann bemerken die anderen das nicht. Wie gesagt, der eine da hinten bereitet mir Kopfschmerzen. Steht drin. Stehen hier jetzt gerade alle in Deckung, oder? Ja, guck mal, was da los ist. Ablenken. Das Handy klingelt. Der hat aber einen süßen Handy-Ton, Klingelton. Nachladen. Ich vergesse das immer in diesem Spiel. Warum vergesse ich das immer hier nachzuladen? Mensch. Ist ja was. Finden Sie den Zugangscode für Racines Büro. Da kriegen wir die hier nochmal irgendwie raus? Gelockt? Ich kann mich natürlich hier hinter auch nochmal verstecken. Das ist auch nochmal ganz gut. Ich will hier alle raus haben. Ich will nicht in das Gebäude reingehen. Wenn ich das jetzt mal sprenge, ne? Dann dürften die das doch eigentlich hören. Wo war das denn hier? Ja, jetzt sind sie alarmiert. Oder? Sag mal, kriegt ihr überhaupt was mit? Habt ihr Tomaten auf den Augen? Beziehungsweise, wie viel Schmand habt ihr denn in den Ohren? So, da kommen.
So, dann habe ich definitiv schon mal angehittet, den Penner. Wo kommt das denn her? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Er geht hier raus. Ja, ich weiß, ich hau jetzt auch mal besser ab. Scheiße, ey. Was soll ich machen? Kann ich den überfahren, den Wichser? Shotgun habe ich auch. Ich hoffe, die sehen mich nicht, wenn ich hier herrenne. Ich hätte nicht gedacht, dass der da rausläuft. Ich dachte, die bleiben in ihrem dämlichen Sperrgebiet. Ich gehe hier mal raus. Ich dachte erst, den überfahre ich. Aber ich versuche das jetzt mal mit einer anderen Taktik. Der so ganz viel dürfte der ja auch nicht mehr aushalten. Das ist ja absurd. Von hier haben wir ja noch gar nicht geguckt. Hier gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit. Ja, guck mal, hier steht die Tür offen. So, das Ding muss nachgeladen werden. Ist schon nachgeladen, auch gut. So, Sperrgebiet. Jetzt wird es langsam ein bisschen spannend. Hier haben wir noch gar nicht hingeguckt, aber eine Kamera hängt hier auch da oben. Kann man hier das Tor offen machen? Nee, geht leider nicht. Wir müssen hier vorne durch. Gucken wir mal, ob wir hier irgendeinem den Arsch aufreißen können. Ja, kann das echt sein? Ich meine... Schiss, dass ich dir wehtue. Du weißt, wie das hier ausgeht, Penner. Und zwar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ach, laber mich nicht voll. Sag mal, ist da einer? Also komm raus und mach keinen Scheiß. Sag mal, warum schreit denn der so? Da vorne ist er. Oder? Nee, wo ist der denn? Da haben wir nochmal eine Kamera. Hier können wir uns noch reinhacken. Da! Der hat sogar einen Zugangscode. Wie geil. Die gar nicht alle umbringen. Was ist denn das da oben? Ist das auf dem Dach? Sehe ich das richtig? Ach, hier geht's ja nicht weiter, ne? So, ganz vorsichtig. Ich will jetzt hier auch nichts falsch machen. Wir sind schon jetzt relativ weit gekommen. Sie nicht versauen. Jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir hochkommen. Wieso ist denn das da oben? Wahrscheinlich müssen wir irgendwo über eine Treppe gehen. Der Typ, der hier im Gebäude rumhockt, der macht mich wahnsinnig. Die machen mich alle wahnsinnig. Aber der am meisten. Gucken, kriegen wir den von hier aus? Nee, der hockt ja hinter einer Wand. Oh, der labert die ganze Zeit rum, der Idiot. Boah, hier ist auch dunkel wie ein Bärenarsch, ey. Meine Fresse. Siehst du wieder nix. So, da hinten ist er doch. Was hast du? Schiss, dass ich dir wehtue? Oh, halt die Fresse. So, endlich hält er seine dämliche Klappe. Ich glaube, wir müssen hier oben hoch, oder? Kann das... hier da oben hergehen. Ich will auf jeden Fall einmal gucken, was hier oben ist. Ja, nix, ne? Kurz nachladen. So, zwei Typen haben wir noch. Einer davon ist der total overpowered Typ. Boah, hier ist es nicht so dunkel. Ja, hier geht's zumindest hoch. Das ist gut. Die anderen sind abgelenkt. Dann können wir das hier mal sehen. Ruhig hacken und ins Büro gelangen. Tür geöffnet. Ah, super. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Engagierter Anwalt für Insolvenzrecht. Schön, dich zu sehen.
Ja, aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Und er versucht zu fliehen. Okay. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Ah, guck mal, hier ist auch eine singende Forelle. Das ist nochmal ein kurzes Easter Egg. Das gucken wir uns mal kurz an. Okay, ich muss mich korrigieren. Es ist die rappende Forelle. Kommt gleich einer an. Und ich bedanke mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play Watch Dogs. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao und haut rein.